Hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider 3, immer noch in dieser heißen Wüste hier. Ja, das letzte Mal haben wir dort hinten Kaboom gemacht und haben uns somit den Weg frei gemacht. Und mal gucken, was uns jetzt in dieser neuen Gegend hier erwartet. Ja, sieht ganz nach einer Militärbasis oder so aus. Ich weiß auch nicht genau, was das ist, aber eins steht sicher. Hier haben wir wieder ordentlich was zu tun. Man darf übrigens hier diesen Zaun hier nicht berühren, weil da sieht man es an dem Schild, dass das Ganze unter Strom steht. Elektrizität und so. Hi, Kumpels. Jo, was geht? Jetzt habe ich sie so ein bisschen aufgeregt, ja. Also, da dürfen wir nicht... Das Teil dürfen wir halt nicht berühren. So, und ich will als erstes erstmal... Das habe ich nämlich vor langer, langer Zeit mal entdeckt und fand's irgendwie voll lustig und ich find's immer noch lustig. Deswegen will ich euch mal das kurz zeigen. Und zwar... So eine Art Bug. Einfach, weil ich es halt lustig fand. Ja, hier oben, das Teil kann man komischerweise berühren, aber da fängt die Frau auf einmal an zu brennen. Also nein, da steht sie nicht unter Strom. Kriegt sie keinen Stromschlag. Nein, da fängt sie an zu brennen. Ja, das Metallteil, das ist offenbar zu heiß in dieser heißen Wüste. Und da gehen ihre Klamotten wohl in Flammen auf oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls, hier liegen Granaten. Die habe ich ja ganz vergessen das letzte Mal. Also gerade eben. Irgendwie hört man in dieser Ecke seltsamerweise irgendeine Grille oder sowas. Hört ihr das? Das fand ich auch voll seltsam. Okay. Ja, wir haben hier mehrere Wege zur Auswahl. Hier am Anfang. Wir gehen als erstes, glaube ich, hier lang. Weil das mehr Sinn macht. Glaube ich zumindest. Ja, so war es doch irgendwie. Ja, und dann nach hier oben. Und es ist schon wieder so dunkel. Mann, wir haben schon wieder so geiles, sonniges Wetter. Finde ich zwar richtig schön, aber... Wie gesagt, nicht wenn ich hier aufnehme, dann kann ich meinen Bildschirm nämlich nicht sehen und das ist doof. Gut. Hier ist auf jeden Fall ein Hebel an dem Säule-Teil-Dings halt. Okay, die Tür geht auf. Ich weiß nicht, was dieser Hebel hier macht. Jetzt auf Anhieb weiß ich das nicht mehr genau, Lara. Wie schön, dass du mit einer Hand auch so einen Hebel aktivieren kannst. Okay, die Tür hier bleibt zu. Der Hebel, der macht entweder später irgendwas. Also entweder der funktioniert jetzt nicht und wir werden später dafür sorgen, dass der halt funktioniert. Oder der hat jetzt irgendwas gemacht, aber ich habe keine Ahnung was. Gut. Dann gehen wir zurück. Erstmal wieder hier hoch. Yo. Oh, das ist auch irgendwie so voll. Also man wird hier richtig nervös, wenn man hier die Gegner hört. Hier diese Schritte von den Gegnern. Naja, okay, in Tomb Raider 2 ist das schlimmer für mich, weil ich das wahrscheinlich als Kind gespielt habe. Da hat man schon mehr Angst vor den Gegnern. Also wenn man das dann später spielt. Ui. Ja. Das oben. Ja, Lara schießt das Gebüsch an. Weil das Gebüsch voll böse ist. Nein, Lara hat auf die Schlange dahinter geschossen. Ja, die Tür haben wir gerade aufgemacht. Und da ist ein Hebel, wenn ich... Oh. Okay, ich habe mich richtig erinnert. Da ist ein Hebel. Ich dachte allerdings, dass der Hebel dort an der Wand wäre. Oh mein Gott! Ich kann mich nicht 100% an das Spiel erinnern. Ja. Das stimmt sowieso. So ein richtiger Tomb Raider-Nerd bin ich nicht. Ich weiß nicht, gibt's eigentlich so... Oh ja, schaut mal. Das sah schon wieder so aus, als hätte das Teil da so eine Bruchlandung erlebt und wäre jetzt irgendwie da hinten runtergekracht. Ja, und das ist jetzt übrigens das... Ja, okay, hier Spoiler. Das ist das Levelende dort. Wir müssen irgendwie einen Weg hier über diesen Stacheldrahtzaun finden. Woher auch immer Lara das weiß. Naja, gut. Anhand der Tatsache... Ach du Scheiße. Okay, ich wusste gar nicht, dass dieser Zaun auch unter Strom steht. Beziehungsweise, ich hab's wohl vergessen. Och, nee, Mann. Okay, den ganzen Scheiß nochmal. Jetzt habe ich mich auf jeden Fall warm gespielt. Jetzt kann's hier richtig losgehen. Oh. Jetzt dachte ich, hier hinten wäre eine Schlange. Ja, jetzt geht's hier schon los, ne? Mann. Ja, hier ist übrigens auch Strom. So sieht's übrigens aus, wenn man auch hier gegen diesen Zaun rennt.
Da funkt es hier so richtig am Zaun und dann der Lara. Ja, hier. Na, du Kerl da drüben. Hier, guck mal. Hier funkt's zwischen euch. Ich hab. Was? Nochmal. Ich hab das Gefühl, es funkt zwischen euch beiden. Ja, da hat sich wohl ein Pärchen gefunden. Ja. Egal, vergesst es. Ja, das ist auch schon wieder passiert, dass ich. Nein! Ja, es geht los. Hier, am Anfang des Parts schon so ein Fail. Das passiert mir jedes Mal. Und das Schlimme ist, dass es mir jedes Mal aus Versehen passiert. Okay, darauf hättet ihr sowieso kommen können. Ja. So höre ich mich an, wenn ich aggressiv Tomb Raider spiele. Nein. Aber egal. Dann können wir das Ganze eben nochmal durchlaufen und eben doppelt so viel Spaß haben. Ist das nicht schön? Hier, und die Fackel ist auch schon wieder zugegangen. Ich habe das Gefühl, ich hätte die Fackel gerade mal seit 15 Sekunden angehabt. Deswegen nervt es mich auch irgendwie total, dass. Huch. Deswegen nerven mich diese Fackeln in Tomb Raider 3 auch total. Wie viele haben wir eigentlich? Es müssten schon längst 100 sein oder so. Ja, okay, es sind ausnahmsweise mal weniger geworden. 68. Ach du heilige Scheiße, 68 Fackeln, das ist wirklich. Das ist ein Reichtum. Oh. Ulala. Nein. Das wollen wir uns nicht ansehen. Aber ich finde es irgendwie. Ja, ich finde es halt blöd, dass man viele Fackeln findet, aber dass die dann auch dafür weniger brennen. Okay, das habe ich schon ein paar tausendmal erwähnt, glaube ich. Wie gesagt, finde ich es halt besser, wenn die Fackeln so wie in Tomb Raider 2 sind, dass die halt irgendwie länger brennen, auch wenn man wenig und jetzt wieder das böse Gebüsch anschießen. Ja gut, wieder hier diesen Hebel, der an der Wand liegt, ganz wichtig, aktivieren. Und da hat sich irgendwo in einer Gegend, wo wir noch nicht waren, Wasser gefüllt. Und jetzt hier wieder Bruchlandung. Oh, das Teil hat sogar kurz gelaggt. Hat zumindest so ausgesehen. Was steht da? Photography of this area is prohibited. Fotografieren in dieser Zone ist wohl verboten. Ja, da frage ich mich, wieso ist das hier überhaupt verboten, wenn sowieso kein Zivilist sicher hier bis hierhin kommen kann? Ich meine, die Kerle, denen wir bis hierhin schon begegnet sind, die bringen einen doch um. Also, warum ist da dann überhaupt noch so ein Schild, dass man hier nicht fotografieren soll? Wenn es sowieso kein Mensch bis hierhin schafft. Außer Lara Croft natürlich. Und da ist noch ein Schild. Warning. Und dann irgend so eine kleinere Schrift, was ich irgendwie nicht lesen kann. Wahrscheinlich steht da halt, Civilists or passengers halt will be shot. Oder so. Ja, hier wieder dieser Zaun, der unter Strom steht. Okay, hier können wir wirklich nichts mehr machen. Also, wisch! Ja, das erinnert mich gerade wirklich an. Oh, nicht da, sondern da war ein Kaktus, genau. Hier, Kakteen. Erinnert halt wieder wirklich an den Wilden Westen. So, zurück. Wie komme ich hier wieder? Ach, da. Ich dachte schon. Aber das ist ein. Also bei Core Design ist das ja immer so. Die denken immer an irgendeinen Weg, wodurch man zurück könnte. Naja, okay, das ist nicht nur bei Core Design so. Ist ja eigentlich an allen PC-Spielen so. Dass man nicht umsonst. Also, dass man nicht irgendwo hinkommen kann, wo man dann nicht mehr zurückkommt. Weil die Spielemacher gefailt hätten oder so. Nein, da sind die Spielehersteller und. Also unseren Gehirnen. Immer einen Schritt voraus. So, dann erlauben wir es uns auch mal hier lang zu gehen, wo wir noch nicht waren. Und schon wieder kriechen. Mensch, könnt ihr hier nicht wenigstens mal eine Passage so groß genug machen, dass Lara auch zu Fuß dadurch kommt? Und nicht zu knien oder so. Das ist das, was ich meine. Hier sind so Kerle. Oh, der ist gerade auf der Schräge gelaufen. Wenn er einem jetzt was hinterlassen hätte, hätten wir es uns nicht holen können. Oder doch, es geht eigentlich. Man muss genau auf den Gegenstand draufspringen und die Handlungstaste geprescht halten. Ich überlege gerade. Ja, doch,
Die Leiter muss ich doch nehmen. Aber sonst war hier nichts, oder? Geheimnisse habe ich ja schon alle gefunden, stimmt. Ich glaube, das ist mir in Tomb Raider 2 schon mal passiert, dass irgendein Gegner ein Medipack oder sowas auf einer Schräge hinterlassen hat und ich mir das nicht holen konnte. Beziehungsweise ich konnte es mir schon holen mit diesem Trick. Aber normalerweise kann man sich das halt nicht holen, wenn man von dem Trick nicht Bescheid weiß. Aha, sch schaut mal, die Tür hat sich geöffnet, aber da müssen wir jetzt nicht lang. Nein, hier geht jetzt richtig Action los. Wer da gleich darüber springen. Hier ist nämlich auch noch so eine Tür. Wüste von Nevada. Okay. Los geht's. Ja, es lädt. Das passt gerade nicht, weil. Okay, da ist nichts. Jetzt bloß nicht gegen diesen bescheuerten Zaun laufen, dann töte ich dich, Lara. Okay, der rennt irgendwo hin. Ja, okay, die rennen alle irgendwo hin. Das ist mir jetzt aber egal. Ich schaue mich hier jetzt erstmal um! Ach du Kacke! Kacke! Ach du Kackhaufen. Genau. So, ich werde mich nicht erschrecken, wenn da gleich so ein Kerl da durchkommt. Genau. Hier, das ist ein Billardtisch, ein blauer. Ich habe bisher, glaube ich, noch nie einen blauen Billardtisch gesehen. Ihr etwa? Für mich waren die immer grün. Ach nee, man kann keine Schränke durchsuchen in Tomb Raider 3. Ich erinnere mich noch nie daran, dass ich so einen Schrank hier in Tomb Raider 3 gesehen habe. Geil. Hier, voll die hochmodernen Röhrenbildschirme. PCs und so. Ach scheiße, hier ist was falsch. Wir müssen erst da lang, Leute. Ja, diese Musik, die hier gerade läuft, das ist übrigens das typische Thema von diesem Abschnitt. Was war das? Ach, das ist eine Luke. Und keine Tür, halt. Oh. Hier ist schon wieder irgendwo ein Jet vorbeigeflogen. Ich hab's gehört. Okay, da können wir nichts mehr machen. Die Jets, die könnten uns auch mal ruhig ein bisschen abschießen, statt hier die ganze Zeit so dämlich rumzufliegen. Das dann ergeben sie wenigstens einen Sinn. Das. Oh! Nein! Ha. Und der hinterlässt uns sogar ein Minipack. Ja, Leute, und wie ihr hier sehen könnt, Quadbike! Wir können jetzt endlich wieder geil mit irgendeinem Fahrzeug hier durch die Gegend fahren. Wie im ersten Abschnitt halt. Und hier lag, wenn ich mich nicht täusche, irgendwas rum. Okay, ich täusche mich schon wieder. Hier liegt nämlich nichts rum. Schande über mich. Ich bin ein überhaupt nicht erfahrener Tomb Raider-Spieler. Ich gehöre in den Gefängnis. Oder in die Quarantäne oder in den Tod oder was auch immer. Nein. Was machen wir hier jetzt eigentlich? Sind diese Kisten verschiebbar? Ich denke mal nicht. Aber irgendwo lag hier doch noch was rum, oder nicht? Oh Mann. Ja, ich merke jetzt erst auch gerade, dass es wirklich lange her ist, seit ich Tomb Raider 3 gezockt habe. Weil ich kann mich wirklich gar nicht mehr hier an diese. Ja doch, ich kann mich schon hier dran erinnern, aber halt nicht, ob hier und da irgendwas liegt oder so. Das kann ich in Tomb Raider 2 eigentlich ganz auswendig. Ich weiß halt, wo man in jeder Ecke irgendwas findet. Und jetzt kann's losgehen. Mit einer Runde Quadbike fahren. Ich glaube, wenn wir mit dem Teil gegen diesen Zaun rennen, kriegen wir auch einen Stromschlag. Und ich habe da gerade diesen Hebel übersehen, wie ich sehe. Nee, Moment. Ich weiß doch allerdings, dass man hier, glaube ich, stirbt, wenn man das Teil anfasst, oder? Weil das jetzt unter Strom ist. Kann das sein? Naja. Hier, und ich weiß nicht, ob man das später auf YouTube sieht, aber Lara funkt so wunderschön, wenn sie stirbt. Das habe ich, glaube ich, gerade eben schon mal erwähnt. Und ich höre einen Gegner. Na, egal. Ja, hier jetzt Sprintstart. Will ich jetzt mal machen. Der tolle Sprintstart. Ui. Ja, jetzt fahren uns dagegen. Ja, das Teil haben wir benötigt, um hier hochfahren zu können. Denn hier liegt irgendwas Importantes. Oh. Verdammt, ich bin genau da drauf geparkt. Kann ich das Teil aufheben? Na, natürlich nicht. Du Blödkopf. Ja. Ich hab mich selber gerade Blödkopf genannt, nicht die Lara. Die arme Lara, die ist ja eigentlich nicht schuld, aber wir Let's Player, wir beleidigen auch immer sie. Oder machen immer sie runter, wenn wir irgendwas Verkehrtes machen. Wo soll ich jetzt lang? Das ist, glaube ich, im Grunde egal, oder?
Wehe, du stirbst. Gut. Wir können aussteigen. Hat sich die Luke jetzt eigentlich... Ja, die hat sich hochgeklappt. Ach so, dann kann man wahrscheinlich auch zu Fuß darauf. Ich glaube, dieser Gegner, den ich hier die ganze Zeit höre, der ist da drin. Ja, ich habe ihn gesehen. Zugangskarte zum Generator. Zum Generator. Zum Generateur. Zum... Ach, keine Ahnung. Akzent halt. So. Und hier ist ein Nebel und wie man an dem Schild da gerade daneben sieht, hat das irgendwas mit der Elektrizität zu tun. Ja, das schaltet nämlich diesen Strom aus. Musik. Das finde ich nett. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, dass wir uns dem Ende des Levels eigentlich entgegenbewegen dürfen. Ja, Lara, ich weiß, du brauchst dich da nicht hin umzuschauen. Och man, ich liebe diesen Tomb Raider 3 Soundtrack. Ich höre wieder diese Grille da hinten. Das ist lustig. Ui. Da hat gerade eine Tür geknallt, wie ich gehört habe. Egal. So, dann nur. Okay, das ist ja nicht so schlimm hier wie mit dem Schneemobil. Mit dem Schneemobil braucht man ja auch nur wirklich so ein bisschen aus der Höhe zu fallen und die Frau verreckt. Ja gut. Wir müssen jetzt mit dem Quadbike darüber fahren. Über die Schräge. Darauf muss man auch. Ja, hier kommt jetzt übrigens eine Cutscene. Du verrückte Tussi. Was soll der irre Stunt denn? Wir nehmen sie mit. Sieht nicht aus wie eine von denen. Vielleicht ist sie eine Ökoterroristin oder so. Und die tragen Hotpants, hä? Huh? Wow, also wenn das man keinen Nackenbruch gibt oder irgendwelche anderen gebrochenen Körperteile. Naja, aber wie wir Lara Croft halt kennen, für sie war das nur so ein kleiner Stolper über einem durchschnittlichen 1 Dezimeter großen Stein. Kubikdezimeter meine ich. Ja gut, Levelstatistik und so, wir haben 44 Minuten für das Level gebraucht. Natürlich alle Secrets und das Level hat 29 Gegner gehabt. Mensch, das sollte eine gerade Zahl sein. Wieso war da nicht noch ein Gegner? Dann wären es 30. Ja gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann.